Ja, uns hat so ein bisschen die Halbzeitpause das Genick gebrochen. Wir waren sehr gut im Spiel, hatten gute Möglichkeiten. Ich denke auch die besseren als Teutonia in der ersten Halbzeit. Gut, dann die Chance kurz nach der Halbzeit von Emre Yazar. Ich glaube eine halbe Minute nach dem Wiederanpfiff. Wenn wir da einzeln in Führung gehen, kann das Spiel vielleicht ein bisschen anders laufen. So hat man nachher die individuelle Klasse von Teutonia auch gesehen. Sind zwar nochmal zurückgekommen im 2-2, aber im Endeffekt hat man gesehen, dass Teutonia oben steht und wir unten und wir das Glück halt nicht so auf unserer Seite haben zurzeit. Das hoffen wir natürlich. Er ist jetzt 4 Wochen dabei, hat beruflich leider unregelmäßig trainieren können. Diese Woche alle 3 Einheiten mitgemacht. Wir hoffen natürlich, dass er auch nächste und übernächste Woche oder die Wochen danach auch regelmäßig trainieren kann, sodass wir seine Einsatzzeiten auch verlängern können. Ich denke, man hat auch in der kurzen Zeit heute gesehen, dass er uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Er hatte noch eine gute Kopfballchance, die er leider knapp vergeben hat. Aber einfach so ein Mann jetzt dabei zu haben, könnte im Abstiegskampf Gold wert sein für uns.